Und das Zimmer wäre das Zimmer da ja. oben, ja? Ja, ja. Und wir können einziehen, ja? Ja, bitte sehr, aber ich habe keine... Naja, das macht nichts. Das sind zwei Personen, ja, dein großer Hund. Ja, aber nicht leben. Nein, der ist ganz wach. Der tut keine Menschen was. In Ordnung. Und was soll das kosten? So, 5 Mark. Einverstanden. Ja. Ja. Schönen ja. Dank. Ja, Dankeschön. Und können wir gleich kommen? Ja, voll. Dankeschön. Danke. Ja. Wunderbar. Ja, komm mal. Guck mal hier. Komm her, Luca. Und aus München darüber? München? Ja. Studentin? Ja. Ja, ich auch. Wir waren auch. Ich freue mich früh auf und dann allein fürs ganze Haus. Danke. Dankeschön. Jetzt kannst du zu Frau Schmuck lassen. Und komm her. Komm her. Komm her. Was ist denn böse? Ja, das ist böse. Geh zu Frau Schmuck. Geh zu Frau Schmuck. Komm her, komm. Einen Spiegel wie die halbe Fensterscheibe kriegt man für 8 Mark oder vielleicht für 10. Wir könnten ihn zwischen den Fenstern abmachen dort. Schurke, Gewalt, Mensch! Aber wer bist du wirklich? Leg Rock und Bluse ab, du liebliche Gestalt, und lass dich küssen. Zusammen sind wir 50 Jahre alt. Mit Hindernissen. Wie entlockt man einem Potsdamer Bankier das Jahrhort? Mit Geld, mein Kleiner. Das heißt, um dich zu kriegen, muss ich dich kaufen. Väterlicher Segen gegen festes Einkommen ist in unseren Kreisen handelsüblich. So lange soll ich warten. Du wartest ja nicht. Wenn die wüssten. Lieber nicht. Wir waren schon baden. Der Vorgeschmack macht Appetit. Worauf? Käse, Marmelade? Auf gemeinsames Bett und Frühstück als Dauerzustand. Echte Brasil. Zigarren, Kaffee, alles aus dem Hause Wahl. Lenore, du wärst eine gute Partie. Wann erhörst du mich? Geliebte meines Herzens. Das muss, wie gesagt, der edle Spender tun, mein Papa, der ahnungslos im schönen Potsdam sitzt und von alledem nichts weiß. Die rauche ich im Zug nach München. Mhm. Schön kühl.
Du hättest doch nicht Bescheid kriegen. Wenn alles klappt, sind wir Herbstsemester 1914 in Berlin. Jo mei. Eieiei, wir sind spät dran, du. Das ist Sascha. Ihnen ist wohl bekannt, wie verstopft in unserem Vaterlande alle höheren Berufe sind. Alle akademischen und technischen. Tja, richtig. Außer vielleicht bei den Theologen. Es steht also fest, die Schuljahre bieten unserem Nachwuchs die einzige Gelegenheit, sich zu tummeln. Zu bilden, zu spielen, zu atmen, ohne zugleich vom Druck unserer Überbevölkerung erfasst zu werden. Sie danken es mir gewiss, wenn ich Sie mit statistischen Zahlen verschone. Bedenken Sie jedoch, dass wir hier fast die letzten Jahrgänge sind, die noch auf Anstellung hoffen dürfen. Ja, meine Damen und Herren, so ist es. Die klatschen einfach. Na warum? Dann fragen Sie mich bitte. Ich höre. Es hat geklappt. Herbstsemester 1914 in Berlin. Würde mich freuen, Herr Bertin, Sie in meiner Heimatstadt begrüßen zu dürfen. Das Elternhaus ist die sichere Höhle, die dem Jungen Obdach bietet. Nahrung, Kleidung an Anleitung. Uns genügen eben nicht die Kolonien, die wir in Afrika besitzen. Mitbürger, Freunde, Römer, uns stehen solche nicht zur Verfügung, wie sie die Jugend anderer Völker anlocken und ernähren. Dafür... Das ist ein Leider, Sergeant, den ganz Quatsch. Dass wir europäische Kultur, Verwaltung, Hygiene dahin bringen, zu den armen, verwahrlosten oder zurückgebliebenen Bewohnern Borneos, Sumatras oder der malaiischen Inseln. Bleibe im Land und lehre dich redlich, damit müssen wir uns abfinden. Das Wort hat Stüttfiel Werner Bertin. Herr Stüttfiel Werner Bertin. Man kann die 16-Jährigen nicht damit vertrösten, dass es ihnen mit 18 noch schlimmer gehen wird. Oder sie gar auf Kolonien verweisen. In Deutsch-Südwest- oder Deutsch-Ostafrika brütet in der heißen Luft das Problem der Neger, der Eigentümer des Landes. Hier aber, unter uns, sind wir selber die Eingeborenen, denen Rohrstock, Ohrfeigen, Mathematik mangelhaft und Prüfungsangst alle Lust am Leben austreibt. Unsere Jugend stolpert mit dickem Rucksack voll altmodischer Schulbücher am Rand eines Abgrunds hin. Um diese Jugend geht es, ihre Pein, ihren Kampf mit Schule und Elternhaus. Zu viel Persönlichkeit liegt in der Luft. Schüler-Selbstmord, weil Sitzenbleiben drohte. Erst voriges Jahr ist mir ein braver Stundenschüler auf solche Art entrissen worden. Wie wäre es, wenn man den Pionieren der heutigen Jugendbewegung, die die Waffe gegen sich kehren mussten, weil sie die Dummheit in ihrer Atemluft nicht mehr ertrugen, ein Denkmal setzte? In der Gestalt des Moritz Stiefel etwa, den Frank Wedekind, vielleicht ist er sogar hier anwesend, in Frühlingserwachen zu dauerndem Leben erweckt hat. Denen aber, die unter dem Unerträglichen noch leiden und den Gedanken schon nach der Waffe greifen, müsste die Inschrift eines Denkmals zurufen, dies zum Gedächtnis an jene, die den Revolver auf sich richteten, statt auf ihre Peiniger. Bravo, Bertin. Sag mal, weiß er, dass er dem Teufel auf den Schwanz getreten hat und vor den Universitätsrichter kommen kann? Ich glaube, er weiß es nicht. Bertin, Sie haben mir erzählt, Sie haben sich mal öffentlich stark engagiert. Ja, das war damals anlässlich der Zabern-Affäre. Da war ich Redakteur in Breslau. Was war das eigentlich, die Zabern-Affäre? Das war vor einem halben Jahr. In Russland gibt es hunderte solcher Affären. Es wird zur Revolution kommen. Ihnen sitzt Russland in den Gliedern, Sascha. Wir sind natürlich weiter sozusagen eine Epoche voraus. Wer lebt, wird sehen.
Es hatte sich aber in der alten elsässischen Stadt Zabern ereignet, dass ein blutjunger Leutnant gelegentlich elsässische Rekruten gezwungen hatte, sich mit den Worten ein Wackes angetreten zum Dienst zu melden, wobei Wackes den Elsässer zum Saufaus, Rotzbub oder ähnlichem stempelte. Als das aus der Kaserne des Infanterieregiments 183 hinausgedrungen war, erregte es die Bürger von Zabern, Handwerker wie Landgerichtsräte und Oberlehrer, so sehr, dass sie sich auf der Straße zu Beschimpfung gegen die Offiziere hinreißen ließen. Daraufhin befahl der kommandierende Oberst seinen Mannschaften und Unteroffizieren, das revoltierende Pack von den Straßen zu verhaften und in den Kellern der Kaserne einsperren zu lassen, wo sie eine Nacht verbringen mussten. Wie es hieß, ohne die Möglichkeit, sich zu setzen oder körperliche Bedürfnisse befriedigen zu können. Und der deutsche Kronprinz telegrafierte ihm, immer feste drauf. Das ist unglaublich. Ja, aber wahr. Dazu haben Sie Stellung genommen, Bertin. Wie heute. Ja, die Zabern-Affäre hatte ja alle ganz verrückt gemacht. In Breslau bei der Protestversammlung, da hatten sie über der Bühne, über der Rednertribüne ein Spruchband angebracht und darauf stand, Proletarier haben kein Vaterland, man kann ihnen nicht nehmen, was sie nicht haben. Das Proletariat kann nichts verlieren als seine Ketten. Proletarier aller Länder, vereinigt euch. Ja, genau, da stand da drauf. Ich sagte in der Diskussion etwa, dass ich durch die Tragödie Zabern ganz betroffen sei, wie das ganze deutsche Volk davon betroffen ist. Aber hauptsächlich wies ich darauf hin, wie durch die Sprache die Begriffe auf den Kopf gestellt würden. Also zum Beispiel Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, nicht? Arbeitgeber, sagte ich den Arbeitern, Arbeitgeber, das seid ihr. Ihr seid Arbeitgeber, wie eben ein Brunnen ein Wassergeber ist. Und die Unternehmer nehmen eure Arbeit. Also sind sie die Arbeitnehmer, so ist das. Bertin? Entschuldigung, schade, dachte ich, als danach alle klatschten wie die Wilden, dass du nicht dabei bist, Lenore. Sie müssen Karl Marx lesen. Das Kapital. Ja, natürlich. Ich will überhaupt alles lesen. Damit Sie nicht überrascht sind, wenn in Russland die proletarische Revolution ausbricht. Eine Revolution? Die Saraje, wo drunter, wo ich her bin, haben Sie der Schossen gefallen, den Thronfolger mit der hochwürdigen Frau Erzherzogin ins Herz mit hinein. Oh mein, jetzt gibt's einen Krieg. Meine Leute müssen alle hin sein. Das werden nicht die Männer sich da schießen in meiner Heimat. Sie verstehen mich. Im ganzen Land rundum würde mich keiner verstehen. Die beiden sind gute Leute. Gelehrt, warme Herzen. Nicht hochmütig. Jetzt aber hören sie auf zu begreifen. Sie verstehen nichts, die Studierten. Von dem großen Jammer, der nun anhebt, fühlen sie nichts. Überall sitzen dieselben Männer. In Bosnien, in Kroatien, in Österreich, in Deutschland. Dieselben Männer. Ernsthaft, auch lustig. Sehr arm. Jetzt werden sie bunte Röcke anziehen und aufeinander schießen. Werden viele Leute weinen mit der Folge. Auf dem Balkan wird immer geschossen. Und man muss einmal, früher oder später, jedenfalls, dass so ein Krieg wird uns ein wenig aufmähen. Die Mobilmachung begrüße ich. Serbien muss sterben. Krieg in Europa im 20. Jahrhundert. Ach. Mobilmachung ist nur ein Druckmittel. Natürlich, die Sache wird am grünen Tisch erledigt. Na sicher. Tag, Sascha. Leonore. Schön, dass ihr kommt. Grüß euch. Sascha, wo ist Paula? Paula Weber ist heute nach Berlin gefahren. Ich gehe nach Zürich. Hm?
Und Sie sollten auch mitkommen. Sie auch, Leonore. Was haben Sie denn in einem Krieg zu suchen? Ich denke, es wird wohl nicht schwer sein, jetzt noch einen Pass zu bekommen. Auch für Madame. Ins Ausland jetzt? Nee. Sie fahren in die Schweiz und wahrscheinlich tun Sie recht daran. Sie lehnen den Krieg ab. Ich verfluche den Krieg. Immer wieder zerreißt er das Herz der Welt. Ich gebe zu, er ist traurig und tragisch. Aber das Grausige und das Mozartische ergeben die Spannweite unserer Welt. Ich kann mich dem Schicksal nicht entziehen, zumal uns ein Krieg aufgezwungen werden sollte. Sie sprechen wie die deutschen Sozialdemokraten. Da sind die Alldeutschen wenigstens ehrlicher. Sie erklären rundlich heraus Kriegsziel. Der erste Platz an der Sonne in Europa, in Asien und in Afrika. Sascha, ich bitte Sie. Ein paar abgetagelte Offiziere und wild gewordene Oberlehrer. Macht diese Handvoll auf Sie wirklich einen solchen Eindruck? Was auf mich Eindruck macht, dahinter steht die oberste Heeresleitung. Und was noch wichtiger ist, die deutsche Industrie, die Banken. Die Industrie und die Banken, Quatsch. Was haben die denn damit zu tun? Sie hören, Bertin, aber Sie begreifen nicht. Eines Tages werden Sie begreifen. Bin ich hier recht beim Herrn Referendar Bertin? Ja, das bin ich. Ob der Herr mir einmal seine Papiere vorweisen kann? Und die Dame, wenn es recht ist? Na, selbstverständlich. Bitte, Zigarre. Papiere haben wir genug. Hier. Das ist mein Ausweis. Sie heißen also Werner Bertin? Ja, und ja, Sie, Fräulein Leonore Wahl. Leonore Wahl. Also, verheiratet Sie an Snitgard. Na ja. Ist das strafbar? Na, die Hauptsache ist, ihr seid keine Ausländer. Ausländer? Na, wie kommen Sie denn darauf? Ich bin Deutscher. Der Postbote hat doch oft genug meinen Ausweis gesehen. Ja, 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 die Zeiten haben sich gewandelt. Die Leitsamt ganz spinnert worden im Dorf. Und hätte sie nur mal ernannt. Wegen Spionen. Wieso hält man uns für Ausländer und Spionen? Ja, die Leute wissen nicht mehr, was tun vor Wichtigtuerei, weil sie mit dem Viech da in fremder Sprache Gerede haben. Das war Hundesprache, nicht meine schwarze Schnauze. Und die halten das für Chinesisch. Wer den Leuten schon ein Licht aufschnitt. Na, das ist wunderbar, macht mal so. Na, jetzt eine Zigarre. Wiedersehen. Empfehle mich. Grüß Gott, Herr Wachtmeister. Spion, du Ausländer! So schnell wird man ein Spion, Fräulein Wahl! Trotzdem, unsere Zeit ist um. Nach Hause, nach Potsdam. Glücksfall, mein lieber Schilles. Das Wiener Ultimatum erlaubt den Serben keinen Rückzug. Die Russen mobilisieren jedenfalls gegen Österreich, das genügt für uns. Bündnispflicht, Nibelung, Treue und so weiter. Also kann niemand mehr zurück. Alea Jagda ist. So ist es, die Würfel sind gefallen. Damit endet ein fauler Frieden. Unmittelbar nach Kriegsausbruch werfen wir uns auf Lüttich. Also Einmarsch in Belgien. Hoffentlich ohne Komplikationen. Wenn mit, dann mit. Was der Schliefenplan verlangt, muss er kriegen. Und Sie meinen, Exzellenz, Belgien erklärt uns nicht den Krieg? Hoffentlich doch, dann wird's besetzt und wir halten es als Forstpfand. Hm. Jedenfalls wird Papa Schliefens Kaffeemühle die glorreiche Armee Frankreichs an die Schweizer Grenze drücken. Und ehe die Russen noch ihren Aufmarsch beendet haben, erwarte ich, dass unsere Geschütze vor St. Petersburg donnern. Mit einem Wort von Majestät, es ist erreicht. Ihr Wort in Gottes Ohr. Mein Lehrer Schlieffen sagte immer, schiefen Zahn über nichts verkalkuliert man sich leichter als über den Widerstand eines Mädchens und den Verlauf einer Schlacht. In diesem Zusammenhang ein Wort in Ihr Ohr, Exzellenz. Seit langer Zeit traben Armee und Wirtschaft in gleichem Geschirr, wenn ich so sagen darf. Dürfen Sie. Obwohl ich uns beide eher auf dem Bock sehe. Zügel in der einen, Peitsche in der anderen Flosse. Und dann muss vor allem in Kriegszeiten die Sozialdemokratie fleißig mitziehen. Einige gemäßigte Worte von höchster Stelle werden sehr angebracht. Jedenfalls für die Mitglieder dieser Partei. Von seiner Majestät? Mhm. Nee, mein Lieber, da ist nichts zu holen. Würde ich auch gar nicht wollen. Außerdem, der Allergnädigste würde mehr Porzellan zerschlagen als kitten. An unseren Kaiser.
Kanzler hatte ich gar nicht zu denken gewagt. Mir schwebte Bethmann vor. Damit kann ich dienen. Der Reichskanzler mag meinetwegen ein paar freundliche Töne in Richtung Sozialdemokraten von sich geben. Dadurch wäre schon viel gewonnen. Nicht zuletzt, um uns das Wohlwollen der Neutralen zu sichern. Aber niemals etwas gegen, was nicht schaden kann. Aber glauben Sie mir, das Ausland bekiekt sich unsere Siege. Und die Sozis marschieren alle miteinander. Sind doch deutsche Soldaten, Donnerwetter noch mal zucht und stramm stehen, verdampfen doch nicht von heute auf morgen. Und jetzt müssen Sie mich entschuldigen. Ich habe zu danken, Exzellenz. Auf bald. Verbinden Sie mich mit Bankier Wahl in Potsdam. Herr Wahl wird am Telefon verlangt. Hugo Wahl. Ah, guten Tag, Herr Schilles. Ja, ja, ich höre. Für welchen Sonntag, Mama, kann ich am Bertin zu Tisch bitten? Bezeuge, David, wie gefällig uns dieser Herr Bertin sein Zimmer anbot, als du mich noch in den Ferien besuchen wolltest. An den Hasenbraten sind wir ihm schuldig. Kind, lass uns Zeit. Oder eine Ente. Im Übrigen sind uns deine Freunde willkommen. Hoffentlich keine wilden Jünglinge mit flatternden Krawatten und langsträhnigen Mähnen. Nein, nein, Mama, aber nein. Hm. Du wirst einen königlich-preußischen Referendar bei Tisch sehen, ja, der eine Doktorarbeit abfasst, unter deren Gelartheit jeder unserer Stühle mit Krach zusammenbräche. Vater, kommst du mal? Ich müsste was mit dir besprechen. Wiedersehen allerseits. Wiedersehen, Großvater. Bis heute Abend. Adieu, Papa. Kannst du nicht wenigstens warten, bis Papa die Tür zugeschlagen hat? Mama. Hm? Also gut. Er ist uns willkommen, dieser Herr Bertin. Havel umglänzte Potsdam. Noch steht es. Ja, ist gut, Vater. Steig ein. Ein Gewehrsmann von mir hat auf dem Bahnhof in Antwerpen 50 Waggons erstklassigen Guano entdeckt. Frisch aus Chile. Ich bin bei Oberst Schiefenzahn gewesen und habe ihm Mitteilung gemacht. Der Oberst ist mir beinahe um den Hals gefallen vor Freude. Guano? Das ist so gut wie Chile-Salpeter. Das kann man der Landwirtschaft zuführen als Düngemittel oder der Rüstung. 50 Waggons Guano, das deckt 5 Monate Schießbedarf. Ja. Ich glaube, ich habe Oberst Schiefenzahn einen riesigen Gefallen getan. Die Luftstickstoffwerke stehen noch lange nicht. Ja, es kann nicht schaden, einen Oberst Schiefenzahn zu kennen. Daraus kann sich das und jenes ergeben. Nächstens werde ich Schilles treffen. Du siehst, wir sind im Geschäft. Ach, Schiefenzahn, Schilles. Wohin geht's denn? Zum Bahnhof! Nach Frankreich! Nach Frankreich. Wenn die jungen Männer fallen, werden Tausende von Mädchen verdorren oder auf die Straße getrieben. Nicht nur der Geist ist willig, sondern auch das Fleisch.
Weiter, Törlo, weiter! Der Krieg hat sich festgefahren, jetzt schon, 3 Monate nach einem glänzenden Beginn. Tag, Frau Pahl! Tag, also, Frau Pahl! Tag, das ist Fräulein Wahl. Sie sind ja ganz nass, weil ich mal diese Hand raus. Prima, ne? Oh, schönen Dank, Frau. So, danke für Sie. Was ist denn das? Kost für Sie, Herr Betty. Hoffentlich ist es nicht schlimm. Heutzutage muss eins ja sogar vor der Post Angst haben. Nee, man interessiert sich für das Stück, das ich schreibe. Ist doch großartig. Also, wenn es gespielt wird, gehe ich hin. Auf mir können Sie richten. Ist noch nicht so weit, Frau. Noch was nicht ist, kann noch werden. Also, ich gehe jetzt, ne? Wiedersehen allerseits. Wiedersehen, Frau Pahl. Bis Donnerstag, Frau Pahl. Ja, ist gut. Hm? Wiedersehen. Wiedersehen. Mama hat mich zum patriotischen Hilfsdienst auf Bahnhof Potsdam-Wildpark angemeldet, wo die Lazarettzüge ausgeladen werden aus dem Westen. Große Krankenseele im Schlösschen, 200 Betten. Die leichteren Fälle werden weitergeschickt nach Westendentspannung. Das Grauenhafte zum Mittrieb geworden. Die Schwestern ganz ausgefuchst im Umgang mit Opfern. Vor 14 Tagen waren das noch Jungen aus der Mark, Mecklenburg und Sachsen. Und die Ärzte mit ihren Spritzen und das Schimpfen und Schreien beim Ausladen, ich schaffte das nicht. Bekam selber Kampfverspritzen, wurde heimgeschickt. So Unehre der Familie, wie Mama sagt. Zur Ehre, sagt David. Zerfetzt und verkrüppelt einer vom anderen. Und keiner hatte keinem vorher etwas getan. Immer hast du alles besser gewusst. Das wird alles am grünen Tisch erledigt. England bleibt neutral. Zu Weihnachten sind sie alle wieder zu Hause, Verti. Weihnachten feiern wir wieder nicht zusammen. Wann fährst du nach Hause? Morgen. Sobald ich zurück bin.
Weißt du, wer weiß, ob du nächstes Jahr wiederkommen wirst. Draußen brauchen sie jetzt jeden. Hm, mich nicht, Mutchen. Mit meinen dicken Gläsern kann ich einen Feind nicht sehen. Alle deine Klassenkameraden sind längst mit ihrer Lehre oder ihrem Studium fertig. Nur du trödelst und findest kein Ende. Du kannst nicht sagen, wir haben keine Geduld mit dir. Studierst schon volle 5 Jahre, ohne dass einer sieht, wohin. Von deinen Flausen kann kein Mensch leben. Schriftsteller. Ja, was soll ich denn den Doktor machen? Diese Examen, nach denen die Leute gemessen werden, sind mir ein Gräuel. Und Richter werden. Assessor oder Rechtsanwalt, das ist doch was? Ach, Assessor oder Rechtsanwalt. Chef, jetzt nicht. Ich weiß einfach noch nicht, wohin es mich zieht. Erst muss ich mein Stück fertig schreiben und mir sagen lassen, ob ich Talent habe oder nicht. Geh ja schon, bitte schon draußen. Dann werde ich schon noch meinen Doktor machen. Wie lange willst du eigentlich mit deiner Bummeleine noch auf der Tasche liegen? Vater, ich bekomme seit 2 Jahren ein Stipendium. So. Und der Anzug, den du trägst, und die Schuhe, in denen du herumläufst, und wenn du in den Ferien bei uns isst und trinkst, du lebst von der Arbeit anderer Leute, die dich ernähren sollen, wie die Wanze im Bett. Du tust nichts, als was dir Spaß macht. Bücher zu schreiben, Verse reiben. Aber sich Mühe geben, etwas Unangenehmes auszuhalten, ein praktisches Ziel erreichen, das ist nie dein Fall gewesen. Ich weiß nicht, warum wir mit dir geschlagen sind. Alles Kisten für Granaten, aber dumm gestellt. Gutes Geschäft, aber kein Segen drin. Wenn die Frau nicht wäre, hielt es ja keiner mehr aus. Ich werde dir sagen, was aus dir wird, mein Herr Sohn. Gar nichts wird aus dir. Ein Examen machst du niemals und uns wirst du noch zur Last fallen. Na was denn, läuft doch, läuft doch. Im Namen der Angestellten des Bankhauses Wahn und Sohn, die besten Wünsche, Glück und Segen zum Weihnachtsfest. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Glück und Segen zum Weihnachtsfest. Bisher hat uns Gott geplant. Meine gute Bertha. Jetzt gehen wir jetzt, wir wollen die Leute nicht warten lassen. Frohe Weihnachten. Liebe Leute, heute ist Weihnachten, das Fest der Liebe. Ein paar kleine Geschenke sollen euch, sofern das möglich ist, den Fortgang eures Ernährers hinweg trösten. Dann. Ich kenne in Berlin ja noch kaum jemanden. Ihnen zu danken, Paula. Es ist uns eine große Beruhigung, dass das Kind bei Ihnen in Berlin ab und zu übernachten kann, wenn es mit dem College mal spät wird oder so.
Ja, passen Sie ein wenig auf, Paula, damit unser Prinzesschen nicht zugeleert wird, sonst schaut sie keinen Mann mehr an. Ja, da haben Sie recht. Oh, sieh mal, Tätchen, unser Prinzesschen wird ganz rot. Oh, Baden sollte ich immer Prinzesschen zu mir sagen. Schön. Sein. Paula, wir sind ja erstmal vom Weltmarkt verschwunden. Haben wir Glück und Verstand, sind wir zufrieden, wenn das Reich heil davon kommt. Unser Herrscher sollte so schnell wie möglich das Unternehmen liquidieren. Wenn nicht, wird das Volk hoffentlich gründlich nachdenken, sich umschauen und seine Toten zählen. Und dann Gnade Gott unserem Herrscher aus. Filzlaus paukt uns ein. Er ist filzlos. Unser Klassenlehrer Filzlaus sagt, wir brauchen Siedlungsland im Osten, wir brauchen Antwerpen, das wird Hinterland mit eingeschlossen. Die polnischen Industriegebiete von Oberschlesien brauchen wir auch. Das Erz von Lanville, wenn wir nicht verrecken sollen. Deutschlands Zukunft liegt in, Bagdad. Bagdad, weil wir unser eigenes Öl haben müssen. Kurzum, wir kämpfen einen Verteidigungskrieg. Sind jederzeit bereit, einen ehrenvollen Frieden zu schließen. Ja. Prosit, ihr Lieben. Rosit. Rosit. Nehmen Sie mein Glas, Bertha. Rosit. Komm. Was wird das uns? Bertin heißt er. Sieht ganz proper aus, der junge Mann. Bisschen Spack ist er. Bei 90 Gramm Butter und einem halben Pfund Fleisch pro Woche setzt er noch nicht gerade Fett an. Da können wir nicht klagen, was, Turne? Noch eine Tasse? Ja. Die Gnädige war zuckersüß. Was meinst du, ob er was für unser Fräuleinchen macht? Woher weißt du denn schon wieder, ob das Fräuleinchen ihn will? Leider hat sich Thomas Mann etwas geleistet, was besser unterblieben wäre. Königliche Hoheit ist noch gerade eine Karikatur auf unsere kaiserliche Familie. Aber gnädige Frau, ein modernes Märchen. Nur Prinz und Prinzesschen im Gewand unserer Zeit. Ich finde das höchst amüsant. Und literarisch. Nun ja, Schriftsteller und Herrscher werden nie so ganz einig sein. Ja. Aber das macht nichts. Nur, wenn jemand von Kunst nichts versteht, dann sollte er doch Respekt vor dem Künstler haben. Respekt darf der monarchische Gedanke wohl auch, danke mein Kind, von der Literatur erwarten. Aber selbstverständlich, gnädige Frau. Und er erhält ihn auch. Mhm. Wenn ich sagen darf, erst dieser Tage hat Thomas Mann in der Gestalt des großen Friedrich all denen geantwortet, die Deutschland heute als barbarisch und verbrecherisch anprangern. Ja, und in ihm sind ja Geist und Macht auf das Schönste vereint. Ein sehr altes Märchen, um sie abwandelnd zu zitieren. Es war einmal, wenn es wirklich so gewesen ist. Aber jedenfalls hat Thomas Mann den preußischen Adler wieder blank gerieben und der hatte es allerdings nötig. Er war schon reichlich angelaufen von den kaiserlichen Reden. Nein, nein. Diese Kritik darf ich unter keinen Umständen gelten lassen. Majestät benehmen sich in diesen schicksalsschweren Tagen ebenso würdevoll wie tapfer. Ja, durchaus, gnädige Frau. Ja, vor allem sein Schweigen setzt alle Welt in Erstaunen. Ja, mein Blick war mehr auf die Vergangenheit gerichtet.
Nur, ich meine, wenn wir heute Hunnen genannt werden, da hat seine Majestät bedauerlicherweise selbst vorgearbeitet. Was heißt denn vorgearbeitet, junger Mann? Diesen Schimpfnamen haben uns die Engländer verpasst. Jawohl, die Engländer. Aber natürlich die Engländer. Pardon, leider nein. Als der Kaiser vor Jahren unsere Truppen in Richtung China verabschiedete, da hat er gesagt, Pardon wird nicht gegeben, Gefangene werden nicht gemacht. Wie der Name Hunnen, so soll der Name Deutsche in Zukunft gefürchtet sein. Also, da. Dieser Bertin hat in München die Gelegenheit gut ausgenutzt, unserer Tochter den Kopf zu verdrehen. Du musst diesem harmlosen Mädchen einprägen, Mathilde, welchen Umgang wir für sie als geeignet ansehen und welchen nicht. Man müsste versuchen, dieses Subjekt durch Einziehung loszuwerden. Das sind die elenden Schreihälse, die jeden vaterländisch denkenden Menschen das Leben verleiden durch ihre zersetzende Kritik, ihre ewig offene Schnauze, den mangelnden Willen zur bürgerlichen Einordnung. Hugo, halte an dich. Gnädige Frau. Auf Ihr Wohl, Herr Schilles. Und auf gute Zusammenarbeit mit meinem Mann. Kleine Wiedergutmachung. War ich Ihrem Gatten doch schuldig. Wieso denn? Im April 14 hat er mir noch Marokko-Aktien zugespielt. Großartig. Und selbst Lothringen gekauft. Fabelhaft. Aber schlecht für uns. Ja, ich kann es nicht leugnen, gnädige Frau. Aber bei Friedensschluss renkt sich das alles wieder ein. Im Übrigen, Wertpapiere respektieren unsere Gegner sowieso, Krieg oder nicht. Und nachdem wir gesiegt haben, müssen sie doppelt und dreifach honorieren. Unser oberster Feldherr wird schon dafür sorgen, dass alles die schönsten Zinsen bringt. Eines muss man den Franzosen lassen, aufs Essen verstehen sie sich. Und auf die Frauen. Möchten Sie Brie oder Camembert? Beides. Sagen Sie, Schilles, haben Sie nicht wenigstens einen Riecher, was Exzellenz Schiefenzahn von uns will? Bei ihm muss man auf alles gefasst sein. Er betreibt den Krieg wie eine Kunst. Seine Fantasie brütet aus, was man oft nicht erwartet. Mein Mann ist sehr eigen, er möchte nicht unvorbereitet sein. Der große Schiefenzahn schlägt sowieso nur vor, was er beschlossen hat. Aber es lohnt sich immer, auch geschäftlich. Hast du Brot für mich? Aber gerne, Liebling. Paula, es ist alles grauenhaft schiefgegangen. Jetzt muss ich wieder lügen. Herrn Bertin kenne ich nur flüchtig. Aus München. Fräulein Paula, meine Schlummerschwester aus Berlin. Du siehst wieder aus, Paula? Doch, ja. doch. Ich, das Nesthäkchen aus Potsdam. Geh deinen Weg und lass die Leute denken, was sie wollen. Man muss sie nicht alles auf die Nase binden. Am liebsten hätte ich gesagt, gestattet mein Geliebter. Und was wäre dann gekommen? Krach? Willst du die verstoßene Tochter spielen? Was also bleibt, den Herrn aufgeben. Niemals. Er hat mich zur Frau gemacht. Maßstäbe gesetzt für alles, Ängste vertrieben. Bücher, Bilder, Menschen, Musik. Durch ihn habe ich alles anders angeschaut. Nein, nein. Manchmal gibt es keine Lösung. Da muss man warten und hoffen. Herr Ober? Was willst du trinken? Weißwein, Rotwein? Cognac. Cognac? Zwei Cognac. Zwei Cognac. Lehrer Schlieffen sagte immer, Schiefenzahn, über nichts verkalkuliert man sich leichter als über den Widerstand eines Mädchens und den Verlauf einer Schlacht. Aber ich denke, alles in allem ist der Endsieg nicht fern, aber bis dahin führt ein Weg, Exzellenz, bei dem Herr der Wirtschaft wissen, Ihr Vertrauen zu schätzen und werden Sie stets nach Kräften unterstützen. Vielen Dank für die Blumen, mein lieber Schilles. Dann kann ich Ihnen ja mein Herz ausschütten. Wie Sie wissen, halten es die Brüder von der Marine für geraten, alles mit Mann und Maus auf den Grund des Ozeans zu befördern, was englische Häfen anläuft.
Wenn nun Onkel Sam dabei etwas zustößt, könnte ich mir vorstellen, dass er mit allem, was er hat, Truppen nicht ausgenommen, gegen uns antritt. Wäre mir in der nächsten Zeit höchst unwillkommen. Und was könnten wir tun, damit nicht, Exzellenz? Zum Beispiel den U-Boot-Krieg vorerst einstellen. Wenn Washington aufhört, uns zu drohen, dann könnten sie mit uns wie mit unseren Feinden weiter ihre Geschäfte machen. Das lässt sich hören. Ja. Und würden amerikanische Anleihen wieder fließen lassen. Am besten wäre es wahrscheinlich, auf die Banken einzuwirken. Sie haben sicher noch über die Schweiz ausgezeichnete Verbindungen zu Ihren Leuten in New York. Ja, ganz offiziell selbstverständlich. Benutzen Sie jeden Draht, meinen Segen haben Sie. Wenn nur die Amerikaner ein Jahr noch draußen bleiben. Dazu bedarf es allerdings, Exzellenz, noch etwas mehr, wenn ich aufrichtig sein darf. Dürfen Sie, müssen Sie sogar. Ich verstehe durchaus, wir brauchen Siedlungsland im Osten, Kolonien in Afrika und ich würde sogar sagen, noch manches mehr. Aber wozu jetzt es in die Welt posaunen? Ihre Leute sind auch nicht gerade stumm wie die Trappisten. Jeden lieben Tag verkündet der Industrieverband, ohne Lüttich und die Erzbecken von Lanvie und Brier verrecken wir wie Hunde in der Wüste. Das brauchen wir auch nicht zu verschweigen. Niemand erwartet von uns, dass wir herausrücken, was wir haben. Aber die Alldeutschen sind vorlaut und wollen der politischen Führung jeglichen Spielraum nehmen. Ich weiß, manche Leute halten den Stellungskrieg für die Stunde für Friedensfühl. Aber wenn wir Frieden wollen, um unser Ziel erreicht zu haben, hätten wir gar nicht erst anfangen brauchen. Wenn wir gesiegt haben, bitteschön, dann mögen die Diplomaten meinetwegen von Versöhnung sprechen, falls sie es dann noch wollen. Ja, Politiker bekommen leicht kalte Füße, wenn es mal nicht so schnell vorangeht, wie später in den Geschichtsbüchern zu lesen ist. Für mich gibt es nichts anderes als das Schwert festhalten und schärfen. Das Ausland braucht keine Menkenke. Und wem es zu Hause nicht passt, der hat eben Pech. Wem der Krieg zu lange dauert, hinein ins Ehrenkleid, in den grauen Rock. Wenn ich pariert, marschiert. Dadurch werden wir die Arbeiter und demokratischen Schwätzer los, die den Mund nicht halten können und die Front bekommt, was sie so dringend braucht. Männer, Männer! Alles, was Beine hat, muss jetzt ran. Ich lasse durchkämmen bis zum letzten Mann. Mein Name ist Bertin. Ja, bitte? Kann ich bitte mal Fräulein Weber sprechen? Ja, ja, einen Augenblick, kommen Sie doch rein. Ach, guten Abend, Paula. Wie haben Sie mich denn aufgestöbert? Paula, ich werde eingezogen. Ja. Morgen früh um 6 geht's los. Ja. Paula, würden Sie bitte Lenora Bescheid sagen? Ich bitte Sie sehr darum. Ja. Ja, haben Sie denn Lenore nicht angerufen? Na, ich soll doch nicht, der Eltern wegen. Ach. Ja. Und bitte, kommen Sie doch rein. Nein, ich warte lieber hier. Ich rufe mal an. Guten Abend, Herr Lochner. Bertin. Ja. Tut mir leid, sie ist nicht zu Hause. Wollen Sie uns nicht Gesellschaft leisten, falls Sie nichts Besseres vorhaben? Sehr nett, aber wissen Sie, ich muss morgen früh einrücken. Deswegen, kommen Sie nur. Schön. Danke. Darf ich bitte mal?
Dankeschön. Darf ich bekannt machen, der Autor des Romans Liebe auf den letzten Blick auf dem Weg ins Feld. Meine Frau? Wir kennen uns schon. Dr. Lederer. Danke. Bitte. Sie vertauschen also die Feder mit dem Schwert. Es kam alles sehr plötzlich. Für Sie, aber nicht für uns einen. Wer draußen ist, merkt, dass der Krieg nicht vom Fleck kommt und Nachschub braucht. Mit Ihren Augen hätte sie uns jeder Arzt für die Heimat erhalten. Ich würde mir Vorwürfe machen, gnädige Frau. Vorwürfe? Die müssen Sie sich machen, wenn Sie mitmachen. Der Krieg wird unsere Zivilisation zerstören. Wir setzen bereits Gas ein. Menschenskind Gas. Und die anderen auch. Wie auch immer. Je unmittelbarer wir dabei sind, umso eher finden wir uns zurecht. Finden wir uns damit ab, junger Mann. Schlucken wir selbst das widerwärtigste Hundengebrüll. Stumpfen wir ab gegen jede Barbarei. Gestatten Sie mir eine Frage. Nicht nur als Offizier, der dabei war, als die Kathedrale von Reims zerstört wurde, sondern als Kunsthistoriker und den Künstler. Würden Sie das auch bejahen? Die Zerstörung der Kathedrale von Reims? Mich hat es nicht weniger getroffen als Sie, Dr. Lederer. Ich sehe darin eine Tragödie. Würdig wie ein antikes Trauerspiel gestaltet zu werden. Unverzeihlich wäre gewesen, hätten die Franzosen unterlassen, was sie taten, von den Türmen des Doms das Kampffeld zu beobachten. Und ebenso wäre es einem Verbrechen gleichgekommen, wenn wir uns hätten abhalten lassen, auf die französischen Beobachter zu feuern. Ja, Notwendigkeit hat beide Seiten zu einem Knoten geknüpft. Und nur die Göttin des Schicksals weiß jetzt schon, wo moralische Rechtfertigung und wo glanzvoller Untergang und wo moralische Rechtfertigung aufleuchten wird. Sie würden also auch auf das Straßburger Münster schießen, wenn es soweit käme? Blutenden Herzens, wenn es das Unglück so fügte. Weigern würden Sie sich also nicht? Nein. Ich würde die Last auf mich nehmen. Sie kennen den Krieg nicht und Sie bejahen ihn. Ich bedauere aber, ich glaube, dass der Krieg aus der Gruppenseele entspringt und dass die Existenzkämpfe der Völker immer noch mit Fäusten ausgetragen werden. Ich billige dabei nicht die Grausamkeiten und Scheußlichkeiten. Sie wünschen Krieg mit Komfort und Wasserspülung. Reg dich nicht so auf, Hermann. Es ist wohl besser, wenn ich mich verabschiede. Aber ich bitte Sie. Geben wir ihm nach. Der Krieg erwartet ihn, Herr Gottsbrüll. Tut mir leid. Für Lenore. Aber bitte erst, wenn ich an der Front bin. Noch eine Bitte. Sie soll meinen Koffer an meine Eltern schicken. Wiedersehen, Latin. Guten Tag, Gerd. Geht's gut? Ach, na ja, siehst du doch. Ein schönes Paar. Bleibst du lange? Du? Ja, gar nicht so ohne. Die Vermählung unserer Tochter Lenore mit dem Leutnant Gerhard von Soubeau. Ach, das wird auch nie etwas. Wieso? Wieso denn nicht? Wenn wir auch hier in Potsdam sitzen, zum preußischen Adel zählen wir deswegen nicht. Der olle Geheimrat drüben grüßt einen kaum. Ach was? Und seine Frau hat leider nie Zeit, wenn die Deinige zum Tee bittet. Es würde Lenore auch helfen, diesen Bertin zu vergessen. Nicht wahr? So ein Hunger leider. Na, sachte, sachte, mein Sohn. Ich war auch mal ein armer Schlucker. Aber kein Klugscheißer, der die Mitgift heiraten wollte. Ich bitte dich. Prinzessin! Wolltest du nicht mit in die Stadt? Adieu, Hugo, adieu. Dieser Bertin. Ah, komm, es ist gut, Markus, es ist gut. Man arbeitet und arbeitet. Ach. Vielleicht kann es ihm nicht schaden, geduckt zu werden.
Kann das sein? Ich glaube, viele gehen nur in den Krieg, um uns zu imponieren. Hier beginnt vielleicht unser Fehler. Wir sollten sie nicht zu lange aus den Händen lassen. Sie verwandeln sich in 2 Tagen. Ach, ja. So. Ich mach den hier dicht und gebe den Schlüssel ab. Schlosserek bringt Ihnen den Koffer runter. Na, gehen Sie mal, Fräulein. Ich weiß, wie einem zumute ist. Wiedersehen, Frau Pfeil. Hoffentlich merkt Vater nichts. Ich sage, deine Reise nach Frankfurt-Oder musste sein. Kleist, deine Kleiststudien und so weiter. Wenn die wüssten. Also, Schwesterchen, ich geh dann mal. Hm? Tschüss. Grüß schön. Tschüss, David. Mit deinem großen Dankeschön. Oh, danke. Krieg mal wieder einen Kaffee. Das gibt's doch gar nicht mehr. Na, jetzt mal Käse Wasser auf, Madame. Wie geht's denn Herrn Bertin? Ich hoffe gut, ja. Feiner Mann. Immer höflich, immer freundlich. Frau Pahl hat zu mir gesagt, entschuldigen Sie mir, dass ich so viel Dreck mache. Bei sowas geht man gern auf Arbeit. Ihr Sohn, wenn man fragen darf? Ja, unser Emil. Er ist nur bei der Marine. Ach, der wollte doch schon als kleiner Junge zur See fahren, die Welt. Aber sehen. Nicht im Kriege, Wilhelm, nicht im Kriege. Ob's noch lange dauert? Tja, wer will das wissen, junger Mann? Erstmal sitzen wir alle in ein Boot, ne? Mir hat man immer gesagt, die Arbeiter werden's nicht mitmachen. Noch räuspert immer, Wilhelm. Tja, wenn es erstmal angefangen hat. Dann will es keiner gewesen sein. Wir haben es jedenfalls nicht gewollt, kann keiner das sagen. Das sagt ja auch keiner, Wilhelm. Das sagt ja auch keiner. Aber das ändert nichts. Die halbe Million, was unter dem Boden liegt, wird davon auch nicht wieder lebendig. Also, wenn Sie mich holen, ich verdrück mich. Hm. Ja, was kann man denn tun, Herr Pahl? So genau weiß ich das auch nicht, mein Junge. Aber wenn die Russen und die Franzosen und wir, die alle sagen, jetzt ist Schluss, es ist Feierabend, dann ist auch Schluss, dann ist auch Feierabend. Dann sagen die immer Herr Pahl zu mir. Soll er dir auf deinen Schluss vielleicht Genosse sagen? Du pass mal auf, wie es dir jetzt langt. Jetzt heult man nämlich hin. Ole. Nachtarbeit. Das ist nicht für ihn. Wenn er tagsüber so rumsitzt, da geht ihm zu viele durch den Kopf. Nur gut, dass er kriegswichtig ist bei den Eulen vorwärts, sonst hätte ich 2 Männer draußen. Alles hört auf mein Kommando! Aufnehmen! Schneller! Rechts! Und! Abteilung! Marsch!
Waffen! Und an die Arbeit! Komischer Vogel, diese Brillen nicht lange. Was? Ich schleife jeden, bis er kapiert hat. Naja. Schade, dass wir nur eine Säge bekommen, keine Kanone. Nur nicht drängeln. Drängeln kommst du noch zur Zeit. Na man, hurtig, hurtig! So ist recht. Oder Feldwebel? Bestimmt die Hände nicht viel dreckig gemacht, was? Einer Feldwebel. Naja, hat noch keinem geschadet, hä? Oder Feldwebel? Naja, weitermachen. Was sind Sie von Beruf? Schriftsteller? Ist ja grausam. Ja, der meinst du nicht so. Nachher bei mir. Nachher zur Anlösung. Fertig, pass auf. So ein armes, klitschnasses Kindchen. Schön. Nein, pass auf. Du behandelst mich schlecht. Nein, das ist nicht wahr. Plötzlich. Ohne Übergang. Ich wollte nicht. Er wird wütend, packt mich bei den Schultern und wirft mich hin. Und hat's getan. Ich war lustlos vor Scham und Schreck. Ich lag da. Du kennst mein Plissé-Kleid? Das weiß ich. Das sah aus. Paula, man kann es waschen, das ist nicht schlimm. Aber ja, ich habe solche Angst, dass ich was abgekriegt habe. Ach, Quatsch. Paula. Ach. Nein, nein. Nein. Und dann fing er an, sich zu entschuldigen. Entschuldigen ist gut, ja. Aha. Du wäschst dir die Haare. Mama, was für eine Angewohnheit. Ach, 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 Kinder sollen keine Heimlichkeiten haben. Auch wenn ihr noch so sehr darum kämpft. Bleiben Sie zum Kaffee, Paula? Ach, danke schön. Leider, es geht nicht. Ich muss heute noch nach Berlin. Schade. Ja, schade. Trocknen Sie doch die Haare unten im Erker, mein Kind. Das ist erschrecklich heiß. Als ich so klein war, hat sie das Spiel gemacht.
Sie haben einen Mann aus ihm gemacht. So nennt man das. Er hat es mir erklärt. Er empfinde sogar ein Gefühl der Freiheit. Er sagt, er fühle sich nicht mehr einsam, stehe endlich mit seinem Volk auf Du und Du. Eines Tages werden sie kommen und dich holen und dich umkrempeln. Nein, nein, ich will nicht. Ich will diese Metzelei nicht mitmachen. Ich bin dazu geboren, Klavierkonzerte zu üben, nicht Gewehrgriffe. Vielleicht muss ich mich in ein Mädchen verwandeln. Box mit Kleider, Strümpfe, Korsett und Leibchen und zeigst mir, wie man eure verfluchten Haken und Ösen zumacht. Ah, du, Roro. Bist du auch ein Held? Sag Windrich. Wo hat's dich denn erwischt? Rippen, Stahlschuss am Ohr, etwas am Arm, Sturz vom Pferd, so ungefähr alles. Guck mal, wurde mir bei Lodz verpasst, vom Ivan. Du weißt doch, die Russen haben unfähige Generäle, ihre Granaten sind mit Gips gefüllt und ihre Soldaten laufen rückwärts. Deswegen kommen wir so schwer voran. Tja. Guten Tag. Ihr kennt euch näher, was? Ja, Nachbarskinder, so, so Zaun. Hörst du noch von dem Herrn Bertin? Er soll eingezogen sein. So, glaube ich. Da wird er seine wilden Meinungen schon verlieren. Korrespondierst du mit ihm? Mama, wenn er schriebe, wüsstest du es. Was du mal alles weißt. Laufen sie dir auch so nach? Dieser Herr Bertin, ein Mann ohne Herkunft. Und mit Meinungen, die vielleicht voll in eure Münchner Cafés passen. Aber nicht in unser Haus. Weißt du, mir wäre es schließlich egal, liebes Kind, aber Papa. Er ist sehr froh, dass du so leicht von diesen Menschen losgekommen bist. Weißt du was, komm mit. Wenn wir wieder draußen sind, erwärmt die Erinnerung den Magen wie Schnaps. Nein, wirklich, Liebling, du hast ihn heruntergeschossen. Erzähl es mir ganz genau, mein großer Held. Wo gibt's denn hier Kokotte, ne? Ich führe dich in Damengesellschaft. Die besten Häuser, Helden sind heute überall willkommen. Mit Leutnant Ducherow solltest du einmal Tennis spielen. Oder auch ein Buch lesen. Unsere Bibliothek steht dir jederzeit zur Verfügung. Gut, Mama, ich will es mir überlegen. Ja. Komm, wir bleiben ein bisschen zurück, dann müssen uns die beiden Herren überholen. Oh, zu dumm. Getreten! Mensch, Schelling, wo kommst denn du hin?
Warte, ich rasiere mich, meine Götter. Rasiere dich, oh! Heißes Wasser, schnell! In der Küche, Herr Bettin! Viele Märsche, sag ich dir. Dauerläufe, Freiübung. Wir machen verschieden, weißt du? Und sind so mannsdicke Rutenbündel. Damit bauen wir Wege durch die Sümpfe. Also, wenn man die Stiefel richtig einfettet, sind die ausgezeichnet. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich wirklich wasserdichtes Schuhwerk. Hältst du es für möglich, dass ich das letzte Mal etwas erwischt habe? Hast du was gemacht? Als gebadet, geschwommen, geturnt, Dauerlauf, alles. Wie lange ist es denn schon drüber? Eine Woche. Eigentlich 9 mal 24 Stunden. Du musst es dir wegmachen lassen. Ja. Ich verdiene 33 Pfennig pro Tag, das wird Geld kosten. Na, Scheiße, ich pumpe mir was. Mit meiner Mitgift zahlen wir es später zurück. Sag mal, wenn wir heirateten, wenn wir es einfach kriegten? Ach, unmöglich. Der Kampf mit meinen Eltern, die Beschimpfungen und weg von zu Hause, mittellos. Und wohin? Zu dir? Du bist es geboren dort, Juni, Juli, August, nächsten Februar. Das ist doch längst Frieden. Wenn du den Krieg nicht überlebst, macht dein Kind mir nur das Herz schwer. Mein Arzt weiß ich. Der hat, ich hab mal was gehört. Wie zieht man sich denn da an, wenn man hingeht? Tochter aus gutem Haus oder lieber ganz ärmlich? Postfräulein? Lieber ärmlich. Nur Mitleid. Oder sowas, Verkäuferin? Nur Mitleid. Vielleicht kriegt er Mitleid. Es wäre ein Jammer, das Kind nicht zur Welt zu bringen. Der Kaiser braucht später auch noch Soldaten. Jedenfalls kann ich nichts machen. Sie können mich nicht so gehen lassen. Wertes Fräulein, wären Sie im ersten Monat zu mir gekommen, hätte man dies oder jenes leichtsinnig versuchen können, aber jetzt... Allerdings stößt sich das manchmal noch im dritten Monat von selbst ab, durch körperliche Erschütterung. Sie merken es durch Blutung. In diesem Fall muss natürlich sofort ausgekratzt werden, sonst gehen Sie an Sepsis ein. Herr Doktor, ich bitte Sie. Etwas anderes kann Ihnen kein Kollege raten, weder hier in Berlin noch anderswo. So, und jetzt gehen Sie brav nach Hause und vertrauen sich Ihren Eltern an. Ich muss es mir wegmachen lassen, aber niemand sagt mir, wie ich es anfangen soll. Er muss sich um mich kümmern, er muss herkommen. Ich will nur mal sehen, ob alle Türen zu sind. Komm mal. Was für ein Auf?
Gute Nacht, Kinder. Bleibt nicht zu lange auf. Nacht, Großvater. Da müssen wir irgendwas machen. Was würden Sie zum Beispiel machen, wenn Sie einem jungen Mädel ein Kind gemacht hätten und es nur nicht ans Licht dieser schönen Welt kommen lassen wollten? Du Schwein. Wie lange ist denn das her? 2 Monate, höchstens 2,5. Was erwartest du von mir? Wilhelm braucht Soldaten. Wenn nicht er, dann sein Nachfolger. So ein Bengel kommt und will mich ins Kittchen bringen. Nein, das nicht, Nünnel. Was? Nein. Na, was erwartest du davon? Von Herrn Pahl? Würde mal in die Zeitung gucken. Diskrete Beratung, Rat und Hilfe, gewissenhafte Beratung. Und dann würde ich mich auch ein bisschen nach dem Stadtviertel richten. So eine Frau mit besserer Kundschaft soll um das Hallische Tor rum wohnen. Oh, danke. Dankeschön. Ich weiß ja nun nicht viel, ne? Aber wenn du Lümmel mal einen Proletariermädel einen dicken Bauch machst, so, dann... Wartet nur, ihr Burschen, einmal wird das anders und gar nicht mehr lange. Aus dem Krieg werden die Leute vielleicht was lernen. Vielleicht. Potsdam 434. Potsdam. Zimmermann. Und, hier. Na, hallo Potsdam. Sprich da, Fräulein Lenore. Schulze. Rose. Sind Sie es, Fräulein Lenore? Ja, Lenore. Bitte etwas lauter, ich kann hier nichts verstehen. Hallo, Potsdam! Rose! Ja, lass mich doch mal. Ja, Lenore, ich hab jetzt das Geld. Hallo, Potsdam! Georgi! Georgi! Schreiber! Hier! Nein! Gib doch mal weiter! Schreiber! Lieber Freund, Sie auch hier in Karlsbad? Ich meinerseits komme jedes Jahr. Jetzt hat es unser einer ja besonders nötig. Ja. Wo ist der Herr Gemahl, wenn ich fragen darf? Er hat sich ein wenig gelegt. Auf 2 Stündchen. Mhm. Die Massagen strengen ihn so an. Yeah.
alles hygienisch, Fräuleinchen. Man weiß, was man sich schuldig ist. Bei mir gehen die feinsten Damen ein und aus. Potsdam, der höchste Adel. Bloß nicht bibbern. Hübscher als der Landwehrkanal ist es allemal. Gestern war Ihr Konzert. Schumann. Musik. Ja, ein wahrer Jungbrunnen, dieses Karlsbad. Wissen Sie, mein armer Mann kann manchmal kaum noch aus den Augen schauen. So viel hat er zu tun. In dieser Zeit muss eben jeder geben, was er kann. Das Grand Hotel Pupp wurde im Jahre 1826 erbaut. Dieser große Festsaal hier wurde im Jahre 1907 durch die Wiener Firma Fellner und Helmer erbaut, zu Kosten etwa 500.000 Kronen. Wenn die Damen bloß können, ihre verdammte Aufregung zu Hause lassen. Na na, Fräuleinchen, Sie werden uns doch nicht wegbleiben. Und wenn Sie Bescheid wissen wollen und liegen jetzt Ihre Tage, dann nehmen Sie mal die Apokalypse vor. Da steht es, und beim Propheten Daniel. Und mir kann kein Pastor vorhimmeln, unser Herr Jesus. Der wäre jetzt ein Pionier und werkte ans Drahtverhau. Oder hat Jesus vielleicht gesagt, ich bin ein Pionier, mach den Krieg mit? Und ich sah ein Weib auf dem Drachen sitzen und desselbigen Weibes Gewand war rosinfarben. Und hatte drei Kronen und drei Köpfe und desselbigen Weibes Anblick war furchtbar und hatten mit ihr gehuret die Könige dieser Erde. Sagen Sie, was ist eigentlich aus dem Vorschlag geworden, mit dem uns Exzellenz Schiefenzahn beehrt hat? Würde mich interessieren, falls es kein Staatsgeheimnis ist. Der Herr Gemahl sollte mit seinen amerikanischen Kollegen ein bisschen telegrafieren. Ja, ja. Es lässt sich alles nicht schlecht an. Das Hotel Pupp, erbaut 1826 zu Karlsbad, bietet vor allem den begüterten Familien Unterkunft und Entspannung. Nicht selten befinden sich unter den zahlenden Gästen Prinzen, Prinzessinnen, Maharajas und so weiter. L'Hôtel Pupp, construit en 1826 à Karlsbad, offre aux hôtes l'accommodation et récréation. Sie sind fertig, Fräuleinchen. Können jetzt aufstehen. Kommen Sie rein, junger Mann. Wenn sich Christenmenschen mit Granaten schmeißen und auf lebendige Leute brennendes Petroleum schütten, dann bricht der jüngste Tag bald an. Und ein Pfarrer, der das beschönigt. Ja? Nee, nee. Dr. Wisnarski wartet schon auf ihn. Manchmal mache ich mir Sorgen, ob wir, also Deutschland, es durchhalten können. Verstehen Sie? Ach, wir halten noch lange durch. Das Deutsche Reich ist ein aufsteigendes Unternehmen. Da werden wir dieser Bilanz mit Gewinn abschneiden. Wie geht's eigentlich den Kindern, lieber Wahl? Oh ja, danke gut. Ich bin Schwester Mietze. Ach Gottchen, wir haben hier erbrochen. Das kommt von der Narkose. Ich was gesagt in der Narkose. Ich was gesagt in der Narkose. Nein, nein, Sie haben nichts gesagt. Manche reden ja viel, aber Sie waren ganz still. Ist nun alles vorbei? Ja, ja, nun ist alles raus. Ich weine nicht. Ich weine.
diese Montur muss ganz oder gar nicht getragen werden. Schlägt mir jetzt, guck mal, die Ecken des Kragens. Bis ich von da losgekommen bin und die Fahrerei hierher. Stehplatz. Ich bin aber auch zu ungeschickt. Du, hör mal, das geht aufwärts. Der kleine Rosenthal, ein Kamerad von mir, las neulich meinen Namen in der Zeitung. Nur ging die Fragerei erst los. Sagen Sie mal, sind Sie das, von dem ich da neulich gelesen habe unterm Strich? Sei ein bisschen still. Das strengt mich an. Du? Ja. Kann sein, dass wir verlegt werden. Nach Frankreich oder nach Polen. Sag ihm, David, was du dir ausgedacht hast. Tja. Sie werden für ein paar Tage verduften müssen, Bertin. Wie stellst du dir das vor? Wir melden Schipper Bertin auf der Straße umgekippt. Nervenzusammenbruch oder sowas. Dann besuchst du Lenore 3-4 Mal in Zivilsachen, natürlich. Ja, natürlich. Weil sie davon nämlich wieder gesund wird, kapiert. Dann schreibt dich irgendein Arzt transportfähig und du wirst deiner Kompanie nachgeschickt, wohin immer du willst. Ja, aber beim Militär sind sie ziemlich humorlos. Ja. Aber das hättest du dir früher überlegen müssen. Sie kommt sonst nicht wieder auf den Damm. Lass mal, David. Ich rappel mich schon wieder hoch. Jetzt schon nichts. Wir gehören doch zusammen. David, der lernt nichts. Warschau und Lille halten Garnisonen aus hiesigen Beständen. Die Westmänner fahren zuerst ab. Wir treten zuerst in Kompanie des neu zu bildenden Armierungsbataillons, römisch 10, Schicht 20. Befehlshaber Major Jentsch, Jentsch! Diese Truppe sucht vor allem Handarbeiter. Ihre Berufe sind auf diesem Zettel verzeichnet und allenfalls Leute, die Französisch sprechen. Die Ostler haben das bessere Teil der Welt. Große Verwaltungskörper werden im Osten aufgezogen. Und dass der Russe diese Gegenden jemals wieder sieht, das glaubt er wahrscheinlich selbst nicht. Aha! Von daher werden die Gescheiteren und Anstelligen unter den Arbeitssoldaten im Osten binnen kurzem in ebenso viele abkommandierte Beamte verwandelt werden. In Lehrer, Förster, Bandschreiber, Zuckersieder, Seifensieder, Brandwollbrenner, naja, Zigarettenhändler, zu strammer Dienstleistung für 53 Pfennig den Tag, was im Hinblick auf spätere Zivileinstellungen ungeahnte Laufbahnen eröffnet. Die anderen aber, die erstmal abzuziehen sind, beziehen zwar auch zunächst eine große Stadt im nördlichen Frankreich, mit Läden, Konditoreien, sauberen Steinhäusern, lockenden Damen, aber... Aber der Westen ist der Westen. An ihm entlang läuft unbeweglich eine Gegend, in der täglich Menschen durch Artillerie zerschrottet und kleingeschnitten werden.
Im Westen. Ja. Ja. Die Welt besteht aus Vaterländern, die Vaterländer aus Vaterhäusern. Auch in unserem Haus regiert der Vater, Herr Hugo Wahl, mit Zahlen, die seinen Kindern beweisen, wie teuer der Krieg auch komme, er rentiert sich. Denn die Feinde Deutschlands selbstverständlich müssen ihn bezahlen. Und vielleicht würde sogar auch für den kleinen Sparer, für die Witwe, ein Vorteil herausspringen. Deshalb züchteten sie wilde Tiere aus gesitteten Männern. Jemand hatte vielleicht lange gedämmert, war wie ein Ziervogel umhergeflattert. Jetzt aber, geblendet vom Schmerz, eingesperrt in den Käfig einer Erfahrung, wurde sie wach. Unterscheidet mich eigentlich von hunderten anderer Frauen, deren Männer Schienen schweißen, Zeitungen drucken. Außerhalb des Elternhauses, keine Familie hinter mir, bin ich wie eine Proletarierfrau. Auf Wiedersehen, Schwester. Und vielen Dank. Ich danke auch. Dankeschön. Wiederschauen. Wiederschauen. Alles Gute. Herzlichen Dank. Alles. Danke. Also... Ganz einfach ist das passiert, Fräuleinchen. Hier drüben wohnt noch die Zeitschütz, der bei der Bank ist, oder war. Den trifft meine Olle auf der Treppe, wie der Kerl gerade im Abmarsch ist. Nun, sagte zu ihm, hatte ich die Mordkommission auch bei Schlawittchen, musst du auch in den lausigen Krieg ziehen, für Kaiser und Krupp. Verdrück doch mal lieber. Du bist mein Zeuge, sagt er zu seiner Frau. Du bist mein Zeuge, Gertrud, sie will mir zurückhalten. Und ich muss auch ihr Heim schützen. Das Rund angezeigt. Und abgeholt, in der Barnimstraße im Frauengefängnis abgeheben. Genau wie unsere Rosa. Wer? Rosa Luxemburg? Kennen Sie nicht? Sie wissen auch ein bisschen wenig, weil Fräuleinchen so lieb sauer sind. Die Frau Pahl im Gefängnis? Ja. Nee. Wir müssen kurz noch über David sprechen. Alle scharwenzeln jetzt um mich herum. Es hat sich herumgesprochen, dass ich beim großen schiefen Zahn in Gunst stehe. Und hohe Ehren bringen nun mal Verpflichtungen mit sich. Verpflichtungen mit sich, Verpflichtungen mit sich. Wir tun doch alles für den Sieg, nicht? Schon, aber ich kann mir auf den Sitzungen nicht mehr anhören. Sie haben ja glücklicherweise niemanden im Feld, Herr Wahl. Niemanden im Feld. Und ich kann nicht länger antworten, vorerst nicht, Herr Ministerialrat. Aber mein Junge brennt darauf. Aber David ist ja noch ein Kind, nicht? Nee. David nicht. Wir dürfen ihn nicht hindern. Wenn unser Mädel doch mit diesem kleinen Dororo, dann hätten wir wenigstens einen Schwiegersohn im Feld. Besser als nichts. Naja, schön wär's. Schön wär's. Ach, entschuldige, meine Liebe. Nee, David nicht. Kannst in der Penne nicht mehr aushalten. Unsere Unterprima zählt nur noch 8 Mann, alle anderen haben schon klein beigegeben. Die Pauker behandeln mich mit offenem Hohn. Muss in den nächsten Tagen erklären, dass ich mich mit Prima Reife als Freiwilliger melde. Tu ich's nicht, wird ein eisiger Wind. Du wolltest dich doch als Mädchen verkleiden und fliehen. Ja. Aber du bist vielleicht zum Künstler geboren.
Alle dienen, verstehst du? Alle dienen. Sie sind mehr wert als ich, jeder Einzelne. Ich kann dem Druck einfach nicht widerstehen. Du kannst nicht gegen einen Strom von 70 Millionen an. David. Ich kann mich nicht gegen die Gefühle eines ganzen Volkes stellen. David, eines verführten Volkes. Weißt du's? Spare Seife. Denn sie besteht aus den jetzt so nötigen und knappen Fetten und Ölen. Aber wie? Tauche die Seife nie in das Waschwasser. Halte sie dicht unter fließendes Wasser. Vermeide überflüssiges Schaumschlagen. Halte den Seifennapf stets trocken. Wirf die Seifenreste nicht weg. Hilf dir durch den Gebrauch von Bürsten, Sand, Bindstein, Holzasche, Scheuergras, Zimtkraut, Zigarrenasche und durch häufiges Waschen in warmem Wasser. Kriegst Ausschuss für Öle und Fette. Was ist denn das? Das ist... Ja, das ist das. Hab was für dich. Postlagernd. Mein Fiskel, Oma. Solche Reisen nach Bismarck, gutig oder nicht, dürfen sich nicht wiederholen. Komm, wir wollen essen. Oma. Oh. Was ist denn das? Willkommen im Paradies! Jetzt kann ja nichts mehr schief gehen. Die hat uns gerade noch gefehlt. Letztes Kind, was haben Sie hier zu suchen? Da sehen Sie mir nicht, wen Sie vor sich haben! Das ist mir doch völlig wurscht! In 5 Minuten lässt der Brandmann seine Fässerballons hochgehen! Wenn er Ihre Leute hier ausmacht, ist hier mal eine Batterie gewesen! Oh. Zurück! Zurück in den Wald dort, wo das Schild steht, kann nicht eingesehen werden! Sonst gibt euch der Brandmann das Fell, das euch Hören und Sehen vergeht! Alles klar, geben Sie zurück in den Wald! Hey, geht mal. Mensch, das Arschloch führt uns direkt in die Schlacht und weiß es nicht mal. Naja, ist ja noch mal gut gegangen. Das waren die Unsrigen. Ja, das waren unsere. Du schläfst noch nicht. Lenore wird im Dezember 23 Jahre. Na und? Das Mädel spintisiert. Jetzt will sie Schullehrerin werden. Vertretungen übernehmen für die Nasalprofessur. Sitzt sie bei den Büchern. Raucht. Redet überhaupt nichts mehr. Vor einem Monat hörte ich das letzte vernünftige Wort von ihr. Dr. Matthias sagte jüngst, mit 23 Jahren verlangt der Körper eines Mädchens nach einem eigenen Haushalt. Er drückt sich immer so taktvoll aus. Ah, ich sehe schon. Sie wird sitzen bleiben. Aber Hugo. Wäre Leutnant Tucho nicht gefallen, würde das arme Kind längst unter der Haube sein. Hast du dir mal wieder was eingebildet, Tittchen? Ich sage dir, die Männer machen einen Bogen um sie. Und warum? Weil sie Angst kriegen vor ihren Nonnen. Dieser Herr Bertin hatte keine Angst. Er ist mir unsympathisch.
Man muss die Aufmerksamkeit der Welt von David ablenken. Sie müssen ihn zurückstellen. Dein Schwiegersohn wäre für uns alle ein Segen. Einen Schwiegersohn im Felde. Du bist klug. Es ist doch schon manche Verlobung wieder aufgehoben worden. Es ergaben sich trennende Umstände. Und gib Acht, wie das Kind aufblühen wird. Glaubst du, sie liebt ihn? Ich habe Beweise. Das sagst du mir jetzt erst. Das ist eigentlich stark. Oh. Der Mann wird berühmt, frag deinen Vater. Eine Verlobungsanzeige zu Weihnachten oder Neujahr? Zur Zeit Heeresgruppe Mackensen? Na? Lass ihn ein Bankbuch vorweisen. Ein paar Pfennige Eigentum muss er haben. Und sagen wir 5000 Mark. Oh. Na, dann hätte ich zunächst nichts dagegen. Ach, mein altes. Guten Tag, Frau von Duroro. Guten Tag. Wie stellt sie es nur an, weiterzuleben? Denk dir einmal, es hätte nicht den armen Duroro getroffen, sondern David. Du solltest nicht so viel grübeln, mein Kind. Sonst frisst dich der Gram buchstäblich auf. Warum versuchst du immer mit allem allein fertig zu werden? Ein bisschen Vertrauen sollte ein Kind aufbringen und Briefe zum Beispiel nicht zum Postamt kommen lassen, sondern ins Haus. Mama, etwas könnte unter Papas Post geraten, verstehst du? Und ach, dafür könnte ich bürgen. Hörst du übrigens noch etwas von Herrn Bertin? Selten. Zurzeit steht sein Bataillon in Lille. Man hört neuerdings Günstiges über seine Arbeiten von maßgebenden Leuten, meint Großpapa. Glaubst du, ein Feldpostbäckchen würde ihn erfreuen? Ich habe mir sagen lassen, eine geräucherte Schlagwurst wie die unsere gibt es nirgendwo auf der Welt. Wenn du wieder einmal schreibst, legen wir ein paar Kleinigkeiten bei. Ich weiß nicht, was du fühlst, mein Kind. Mir jedenfalls hat diese Aussprache das Herz erquickt. List. Das ist gut. Das andere. Der letzte Dreck. Er macht mir seine Bücher und ungedruckten Arbeiten und alle Einkünfte. Was hat der schon zu vererben? Letztwillige Verfügung. Ich finde mein ganzes Wesen auf Lenore gerichtet. Ob ich lebe oder sterbe, erscheint mir dabei fast gleichgültig. Berlin, den 20. April 1915. Ist lange her, sag mal. Er hat den Brief vor seiner Einberufung Paula gegeben. Entscheide doch nicht immer gleich. Dein Junge bleibt ein komischer Vogel. Dein Roman habe ich gelesen, viel taugt da nicht. Naja. Hat er wieder geschrieben, der Mensch? Wie immer. Er fühlt sich wie in den Ferien. Die Leute sind freundlich, sein Französisch wird von Tag zu Tag besser. In einem Garten hat er eine herrliche Plastik von Modern entdeckt und so weiter. Sag mal, du liest aber keine Zeitung, Mädchen.
Wir schicken jetzt alle nach Verdun. Da wird sich ein gewisser jemand nicht in Lille erholen, falls er es jemals getan hat. Wie reklamiert man einen Mann? Wie? Gebe ich einen aus. Erst abwarten, dann Schnaps trinken. Ich bin nämlich verlobt. Hab sogar schriftlich. Ist der Hölle vor Verdun. Nur gut, dass wir es überstanden haben. Von wegen überstanden. Was eine Bene habe ich gekriegt. Ja, ich meine, der Knast hätte nicht ducken können. Das gerade nicht, aber mulmig war mir schon drin. Aber dann sah ich, was sie mit unserer Rosa machten.
Genau wie mir haben sie in der grünen Minne angeschleppt. Ausgezogen ist sie worden bis aufs Hemd und angegrapscht. Die Schweine. Aber die ist nicht klein zu kriegen, die nicht. Wie wir beide die Wassersuppe löffeln, sagt sie Genossin. Was sie getan haben, das müssen alle Frauen tun. Ehe wir nicht die Mannsbilder wachrütteln, ist der verdammte Krieg nicht zu Ende. Naja. Junge, Junge. Wenn wir so weiter siegen und die machen können, was sie wollen, dann muss unser Ehner eines Tages vom Bürgersteig runter in Rinnstein stramm stehen, wenn so ein Aufseher vorbeikommt. Und wenn ich im Kriege war, na, dann muss froh sein, wenn er überhaupt eine Brotkarte kriegt. Denn glaubt nur ja nicht, dass wir so bald wieder werden frei Brot kaufen können. Wo soll es denn noch herkommen? Immerfort kannst du in der Zeitung lesen. Dampfer zu den Fischen. Naja. Und wo soll das Korn denn wachsen? Auf den Schlachtfeldern etwa? Ein Freund von mir, bei der Pioniere, der hat gesagt, dafür ist gesorgt, dass da kein Korn mehr wird wachsen können, wo der Krieg gewesen ist. Nicht die Blindgänger werden den Bauern in die Fresse fahren. Dankeschön. Bitte. Dann kommen wir dann. Na ja, lass mal schmecken. Na, Paul, wie reklamiert man einen Mann? Oder GV? Ja, ja, GV. Hat einen kriegswichtigen Beruf? Schriftsteller. Ja. Mensch. Herr Bertin, was? Ja. Ja, also. Ja, mal ja. Genau. Was kann ich für Sie tun, Fräulein Wahl? Sie sind ein bedeutender Schriftsteller? Ja, ja. Bitte. Welche Möglichkeiten gibt es, meinen Bräutigam aus dem Felde zu reklamieren, den Schriftsteller Werner Bertin? Und welche Schritte muss ich da einleiten? Dafür soll ich herhalten. Mit Krieg habe ich nichts gemein. Aber man bekämpft ihn nicht mit Drückebergerei. Sie schreiben von gegenseitiger Hilfe und Kameradschaft des Geistes. Es sind genug schöpferische Männer auf dem Schlachtfeld umgekommen. Ich muss Ihnen nicht sagen, wer. Werner Bertin ist zwar mein Verlobter. Ausgerechnet dieser Mann, der sogar auf das Straßburger Münster schießen wollte und den Roman geschrieben hat, Liebe auf den letzten Blick, der jetzt auf allen Nachttischen liegt. Das ist Ihr Bräutigam. Viel Glück. Ich kann ihn nicht verhehlen. Ein Buchbinder aus Leipzig oder ein Münchner Bilderrahmer scheint mir ebenso wichtig wie dieser Herr Bertin. Und niemand denkt daran, sie herauszufischen. Ich könnte Ihnen Briefe von Arbeitern zeigen, die an menschlichem Gewicht das Druckzeug jenes Herrn gewiss erreichen. Umso schlimmer, wenn niemand für Sie sorgt. Aber muss Bertin deshalb als Amire zugrunde gehen? Das scheint mir nicht logisch. Wenden Sie sich an die Zeitung. Schicken Sie ihm die Jammerbriefe Ihres Freundes. Er schickt keine Jammerbriefe. Er weiß auch nicht, dass ich mich bemühe um seine Befreiung. Es gibt ein unfehlbares Mittel, Ihren Freund wenigstens auf Urlaub herzubekommen. Eins, das nur Sie anbinden können. Sie müssen ihn heiraten. Das ist Gesetz. Er bekommt Hochzeitsurlaub. Also entschuldigen Sie schon meine Heftigkeit. Liebster, kurz und bündig, wir wollen heiraten. Anders kriege ich dich nicht auf Urlaub her. Und ehe du zu tief ins Gefährliche verstrickt wirst, muss ich dich doch noch einmal bei mir gehabt haben. Übrigens bist du reich, falls dich Mama danach fragt. Papa hat nämlich an seine Einwilligung die Bedingung eines Bankguthabens geknüpft. 5.000 Mark. Diese Bedingung haben wir inzwischen erfüllt. Das Wie und Was erkläre ich dir später. Oh, ich bin ganz erhitzt von all den praktischen Sachen, in die ich mich jetzt stürzen muss. Gruß und Kuss, deine. Papa, ich möchte meine Mitgift vielleicht doch vor Zufällen bewahren und möchte sie in Schweizer Staatspapiere. Industrieobligationen tun's nicht. Ich verstehe nichts von Obligationen, aber ich weiß, die Schweiz ist neutral und deshalb... Wer hat dich dazu angestiftet? Niemand, ich mich selbst. Du kannst stolz sein auf dein Fleisch und Blut. Das ist Landesverrat. Wer heute fremde Staatspapiere ankauft, versündigt sich am Vaterland. Du bist ein Närrchenkind, ich nehme es dir nicht übel. Das sicherste Papier der Welt ist die deutsche Kriegsanleihe. Aber ich weiß schon, in welchem Dunstkreis solche Verrätereien wachsen. Schlimm genug, dass ich damit meinen eigenen Vater meinen muss. Mein lieber Sohn, ich nehme an, du meinst, ich habe dir gegenüber oft Unrecht behalten. Ich habe gesagt, man muss etwas von Geld und von Grund und Boden verstehen.
Du hast gesagt, man muss etwas von Wirtschaft und von Industrie verstehen. Ich habe gesagt, ein Bankier muss dem Geld seinen freien Umlauf sichern, er muss ein Freihändler sein. Du hast gesagt, vor allen Dingen müsse man die eigene Industrie hochbringen und Schutzzölle errichten. Ich war mein Lebtag davon überzeugt, dass ein Krieg das größte Unglück sei, das ein Volk treffen kann. Du hast gesagt, der Krieg bringt Leben ins Geschäft und hast dich gleich mit ihm befreundet. Schon erst bei meinen Lebzeiten gehört dir alles. Außer dem Stammkapital, das ich von meinem Vater selig geerbt und mit dem ich gearbeitet habe, bis zu deinem Eintritt in die Firma. Du meinst also, du hast Recht behalten und ich Unrecht. Ich bin deiner Meinung nach auf der ganzen Linie ein geschlagener Mann. Wenn du aber hergehst und mit der Mitgift deines Kindes spekulieren willst und sie dir weniger wert ist, weil sie einen armen Jungen liebt, dann kannst du das ruhig tun. Bloß, dass ich dann auch heute Nachmittag mein Testament ändern werde. Sage mir, du Junge, der sich jetzt über mich aufbläht, wo steckt der Wert für den Preis des Krieges? Seit 20 Monaten ermorden sich die Leute jetzt. Sie haben einander nie etwas getan und ehe dieser Unsinn losgelassen wurde, haben sie miteinander gelebt und gearbeitet. Ja, ich weiß, ihr seid zur Weltherrschaft berufen. Aber was ist, wenn ihr es nicht seid? Antworte mir, du Schlaukopf. Was nützen dir schon deine Gewinne von heute? Weißt du nicht, was das Ende ist? Du hast lange genug gelebt, du und deinesgleichen, aber ihr habt die Augen nicht aufgehalten. Weißt du noch, wer geschworen hat, die Engländer werden den Burenkrieg verlieren? Und die Engländer haben den Burenkrieg gewonnen. Und wer hat orakelt, Frankreich sei so vermorscht und verseucht, dass wir es in 3 Wochen hinschmeißen? Und wer hat geschworen, Russland werde zusammenbrechen wie ein Kartenhaus? Und Russland steht heute noch. Wir können von Glück sagen, wenn man mit uns noch Frieden schließt. Und die Rechnung? Millionen zerfetzt, Millionen verkrüppelt und ebenso viele Witwen und Waisen. Und die Kosten? Millionen und Abermillionen in Goldwährung. Was für eine Zinsenlast, du kluger Rechner. Dein Krieg ist ein schlechtes Geschäft. Das Schlechteste, was je gemacht wurde. Ich fürchte, es wird sich noch Verschiedenes tun, ehe ich mich zum Sterben hinlege. Und darum, wenn du auch jetzt satt aussiehst und deine Einladung zu Schiefenzahn dich aufbläht, mach deine Ohren weit auf und merk dir das, was ich dir gesagt habe. Das durfte nicht gesagt werden. Ohne dich kann ich nicht heiraten. Leih uns das Geld. Sein Roman wird neu aufgelegt und wenn er zurückkommt, spielen die Theater sein Stück, dann kriegst du alles wieder auf Heller und Pfennig. Wenn du es hättest geschenkt haben wollen, gäbe es Schwierigkeiten. Denn ich bin geizig, wie alle alten Leute, aber so. 5.000? Die Zinsen erlasse ich dir großmütig. Morgen, ehe dein Vater zu unserem Kriegsgott fährt, zahlst du das auf der Berliner Handelsbank ein und errichtest dein Konto auf den Namen Werner Bertin. Wo fährt der Vater hin? Nach Polen, nach Kowno. Da stehen wir jetzt auch. General Schiefenzahn hat zu einer Konferenz im besetzten Land gebeten. Weiter! Komm, steh her, Herr Else! Der junge Herr kommt aus Polen zurück. Wir holen ihn in Berlin ab. Oh, das ging aber schnell. Ja, ganz überraschend. Dr. Jonas und ich führen über Eidkun nach Kowno. Dort holte uns ein freundlicher Offizier in einem großen Wagen ab. Trümmer links und rechts der Straße.
Gegen 5:30 liebenswürdig begrüßt, nahmen wir Zivilisten am grünen Tisch Platz. Folioblätter und Bleistifte erinnerten mich an eine Aufsichtsratssitzung. Nur, dass die anderen Teilnehmer den feldgrauen Rock trugen, manche sogar Spuren an den Stiefeln. General Schiefenzahn eröffnete die Sitzung. Er erklärte, die Ernährung der einheimischen Bevölkerung hier in Polen mache ernste Sorgen. Der Transport von Lebensmitteln und Rohstoffen liege naturgemäß in der Hand der Kriegswirtschaftsstelle. Das mache den Handel brotlos, ergo auch die eine Hälfte der jüdischen Bevölkerung. Aber auch für die andere Hälfte, die Handwerker, kämen schlechte Zeiten. Die Gefahr einer Hungersnot drohe. Wie man die abwenden könne, sei Gegenstand dieser Beratung. Dr. Jonas und ich schauten einander an. Dieser General regierte ein Heer und ein Land und fand Zeit, sich den Kopf für die Juden im Osten zu zerbrechen, damit sie nicht verhungerten. Und dann bat er einen Hauptmann von Wessow um Vortrag. Der Hauptmann sagte, vor dem Kriege sei jedes Jahr ein bestimmter Teil der Bevölkerung nach Amerika ausgewandert. Was im Frieden möglich, erweise sich jetzt als nötig. Die Militärverwaltung Litauens schlage deshalb vor, die überschüssige Bevölkerung auszusiedeln. Sie werde in Sammellagern gesichtet, dann aufs Schiff gesetzt und in die Ostsee gefahren. Dort müssten die Leute von amerikanischen Geleitfahrzeugen übernommen und weitergeschleppt werden. Meine guten Beziehungen zu amerikanischen Stellen sollen genutzt werden, verstehst du? Ja, ich verstehe. Und Schiefenzahn fragte, ob einer von uns etwas bemerken wolle. Dr. Jonas räusperte sich und fragte, ob an eine freiwillige oder eine erzwungene Aussiedlung der Juden gedacht sei. Und zunächst antwortete Hauptmann von Wessow höflich, nur an eine freiwillige. Aber Zwangsabschiebungen seien in Betracht gezogen, falls nicht genügend Freiwillige und so weiter und so weiter. Ich fragte, wie denn die amerikanische Regierung dazu stehe. Der Hauptmann sagte, das sei die Angelegenheit der Glaubensgenossen des Dr. Jonas. Und Dr. Jonas fragte, ob in der Bucht von Libau nicht Minen lägen. Auf einen Wink Schiefenzahns sagte ein Marineoffizier, es lägen sowohl deutsche, russische als auch englische Minen in den in Frage kommenden Gebieten. Und ich fragte, ob man denn für die Sicherheit der Leute da bürgen könne. Der Marineoffizier sagte, bürgen könne niemand. Was solltet ihr bei der Sache tun? Zustimmen. Aber wir lehnten ab. Schiefenzahn unterbrach die Konferenz. Man werde sich alles noch einmal überlegen. Man stand auf, alles reckte sich, sprach plötzlich laut. Und wir? Tja, wir waren Luft. Wir sahen nur noch feldgraue und blaue Röcke, verstehst du? Wir wirkten wie vergessene Kleiderständer. Weil wir ihre angenehmen Vorstellungen, Massen von Juden loszuwerden, nicht noch gegenseiten wollten. Ist das nicht von Kliniker Brücke, Torno? Der Gulabal. Na, dann sind wir ja gleich zu Hause. Lass mich mal ziehen. Vorletzte. Danke. Siehst du ihn? Nee. Verdammt knifflig, an die da oben ranzukommen. Ein Glück, dass die ihre Eier auch nicht sicherer legen. Vor Verdun verrecken sie wieder! Hier schlafen, Kamerad! Vor Verdun verrecken wieder ein paar tausend Mann! Diesen Herbst wird Frieden! Hier vor Verdun wird Schluss gemacht mit der ganzen Scheiße! Eigentlich hast du es gut, Schuster. Du glaubst immer alles. Glauben. Glaubst du, dass das Menschen davon noch länger aushalten als 6 Monate? Wenn es auf uns ankäme. Aber die Leute, die Frieden machen sollen, die ziehen sich die Bettdecke bis an die Nase. Daheim. Oder hinten, verstehst du? Entchen von Tarau, mein Reich. Metzler? Vermittlung, blöde Singerei. Du verstehst wohl nichts von Musik, was? Gib mir bitte den Schreiber. Metzler, bitte. Privat oder Dienst? Dienstlich privat, natürlich. Musikalisches. Enfie. Metzler? Metzler, bist du's? Genau der. Was hast du denn bloß für eine Musikgröße um dich rumrennen? Metzler? Metzler! Ja? Sag mal, hast du schon den heutigen Heeresbericht? Ja, warte mal, Moment. Gib mal durch. Gib mal durch! Ja, doch.
Die Österreicher haben den Italienern endlich mal wieder Saures gegeben. Gott sei Dank. Nebenbei, ja? Ja, gut. Was interessiert bei uns? Ja? Westufer der Maas wurde Höhe 279 an der Südspitze des Kamarwaldes genommen. Wurde genommen? Ja. Gut. Und die Höhe 304, dieses verfluchte Begräbnisfeld, ist seit gestern in deutscher Hand. Auch da. Na, kommst wunderbar. Du mit? Komm, natürlich komm ich mit, Mann. Ja, den Gipfel haben wir zwar wieder verloren, ne? Ja. Ja. Cumier aber ist nun mal sicher erstürmt und der tote Mann von vielen toten Männern bedeckt. Hörst du, ja? Natürlich, hör, ich mach mich nicht wahnsinnig, Metzler. Naja, pass auf, die Franzosen... Moment, Moment! Was? Kannst weitermachen, Metzler, war der Karl. Ach so. Die Franzosen haben beim Stellanstieg von Ennerau furchtbar Zunder bekommen und eine Masse Leute liegen lassen müssen. Du, Metzler, die Leute, die von da nicht mehr retour kommen, die... Ja, die möchte ich nicht zu notieren haben. Hast du recht, ja. Ja. Bei den Russen herrscht im Augenblick Ruhe. Gut. Ja, mehr kannst du ja nicht verlangen. Mehr kann ich nicht verlangen. Ja. Sag mal, Metzler. Ja, was soll ich sagen? Metzler, pass mal auf. Der Berding, das dumme Lud, hat eine Heiratseingabe gemacht. Ja. Die Frau, die er heiraten will, die Potsdamerin, Metzler. Ja. Hörst du mich? Ja, die Potsdamerin. Ja, die Potsdamerin hat eine Eingabe gemacht. Ja. Sag mal, ist die bei euch vorgekommen? Genau gestern, ja. Ich hab gestern? Die Bewilligung an euch weitergeleitet. An uns weitergeleitet. Ja, sag mal, naja. Wird Ihnen das jemand bei euch vermasseln? Na los, oh ja, ich glaube, das fürchte ich fast, Metzler. Metzler, pass mal auf, wie können wir denn die Kiste durchlotsen? Ja, wie? Schwer, wa? Naja, wir müssen einen gewissen hochgestellten jemand... Hochgestellten jemand? Verstehst du? Natürlich, verstehe ich mich nicht blöd, Metzler. Der gewisse jemand muss zum Schweineeinkauf nach Belgien... Was zu was? Schweineeinkauf nach Belgien. Schweineeinkauf? Ja, nach Belgien? Mit einem kleinen Abstecher zur Mutter nach Berlin gebracht. Das ist gut. Ja, und nach dessen Abfahrt schiebst du Schiebe? Ohne große Reden die Urlaubsscheine vom Wunderbund eurem Leutnant hin. Und? Hops, Bertina Lebberg. Jawohl, Metzler, ja. Metzler, Metzler, sag mal, wie lange denn, hä? Ja, leider nur 4 Tage. Na Mann, 4 Tage, das genügt, da ist doch kaputt, muss jeder mit Kraft haben. Genügt, genügt, habt's erfährt. Ja. Und je einen Tag für Hin- und Rückfahrt. Hin- und Rückfahrt, gut. Gut, gut. Friedenszeit. Ja, ja, das ist ja klar, das ist ja aber klar. Aber pass mal auf, dem Berting gibst du unauffällig einen Wink. Die nächsten Gib Tag ich einen Wink. Muss er sich klein und hässlich machen. Und der ja, Berting, der Berting. Urlaub reden, ja, ist gut, gut. Damit der Gewisse nicht Verdacht schöpft. Gut, gut, Metzler, ich habe alles verstanden. Mach's gut, Ente. Ja, Ente. Ente, gut. Ich sag mal, der Berting muss sich in den nächsten Tagen ein bisschen klein und hässlich machen. Da fährt er ab, ja. Mach's gut, Karl. Wer hab ich den Kinder wieder gelassen hier? Wo muss denn das hin hier? Na? Was Neues? Nichts Neues. Na doch. Ihre Dienstreise nach Belgien. Zum Schweineeinkauf. Die marschiert. Na, das klappt ja wieder mal. Die marschiert. Die marschiert! Wieder da. Nun wollen wir heiraten. Wollen Sie nicht bei uns aushelfen? Ihr Mann? Mein Emil. Aber der ist nicht gefallen. Und schon gar nicht fürs Vaterland. Abgesoffen ist er. Ermordet haben sie ihn.
Die Männer fallen und die Aktien steigen. Für uns eins ist immer Krieg. Nämlich der von der Reichen gegen der Armen. Und darum ist mein Emil jetzt bei den Fischen. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Fräulein. Und auch Ihnen, Herr Bertin. Soll es denn stattfinden, im Hotel? Ja, ja, im Hotel, ja. Alles Gute, alles Gute. Berlin hungert und wir. Von deinen Schulfreunden sind viele gefallen. Raschke, von Jura, der ältere Pagel, Hans Bench, immer noch vermisst. Dein Vater hat sich in deine Braut verliebt. Sie sieht mir auch ähnlich, wie ich noch so jung war. Du warst eine ganz helle Blondine. Eine ganz helle Blondine. Aber braun ist auch schön. Als Ausgangspunkt nehme ich an, du hast 10 Tage Urlaub oder 14? 4, ich bin gemeiner Schipper. Hast du dir etwas zu Schulden kommen lassen? Ich könnte sofort meine Verbindung spielen lassen. 4 Tage ist die Rate für Schipper. Was habt ihr unter diesen Umständen für ein Programm? Ja, heute um 12 Standesamt, morgen Vormittag kirchliche Trauung. Also 30 festgelegte Stunden. Mehr können wir euch nicht bewilligen. Den Rest brauchen wir für uns. Papa, David und ich fahren morgen in unser geliebtes Oberstdorf. Wie immer, Hotel zur Post. Großpapa fährt zu seinem Freund an den Scharmützelsee. Ihr habt also das Haus ganz für euch allein, Kinder. Ja. Dann haue ich mich noch eine Stunde hin. Ich bin übrigens zurückgestellt. Ein Jahr. Ja, dann juble laut. Ich bring dich an dein Zimmer. Also, Räuber entführt Prinzessin und dann Beifall der gerührten Elternschar. Wie sieht das denn in Berlin anderswo aus? Eier abwesend, Heringe selten, Obst verschwunden. Feldküchen fahren durch die Straßen der Massenspeisungen. Portion 20 Pfennige. Was sagst du dazu? Nur 4 Tage haben sie gegeben, diese... Nun haben wir ja unseren Schwiegersohn im Feld. Herr Damaschke, na? Na, Bertha, wie sieht sie aus? Bleich, aber himmlisch. Mein Gott, der Brautstrauß. Nein! Torno kann fahren. Ich hoffe, du trittst rein vor den Altar. Wie meinst du das, Mama? Schon gut, schon gut, schon gut.
Alles in Ordnung. Nein, nein, meine Lieben. Eure Rechnung haben wir gründlich zerlöchert. Aus euren Begriffen haben wir Schweizer Käse gemacht und anders wäre das nicht gegangen. Eure kitschige Welt ist hin, eure ranzigen Ideale haben bankrott gemacht, zeigen musste es sich einmal. Und sei es erst durch diesen Wüstenkrieg, sage ich, denke ich. Großartig wäre es, ein Fest, euch alles ins Gesicht zu sagen, aber wozu euch wehe tun? Fräuleinchen, irgendwas müssen Sie doch haben von Ihren jungen Jahren. Wo jetzt alles rationiert ist und nichts Süßes zu kaufen gibt, so wünschen wir dann Glück und Segen. Ja. Und dass dieser Krieg bald zu Ende ist. Ja. Und dass das Fräulein den Hammer kann. Behalten kann er. Du hast uns so gefreut, die Sau. Fürzi hat gefeuert. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin endlos.
Magst du noch? Wenn ich den Rock wieder anhabe, verstehst du? Das Koppel wieder zuschnalle. Gehöre ich dir nur mehr im Herzen. Ich bin verwandelt, Teil einer Truppe, ein Mann. 10. Korporalschaft, 3. Zug, 1. Kompanie von X-20. Mobiles Armierungsbataillon, nicht mehr und nicht weniger. Mein Leben ist nun mal verbunden mit dem Weg der Millionen einfacher Soldaten. Ich komme wieder. Im Winter sind sie alle wieder zu Hause.